Schon geil, was die Menschheit so alles auf die Beine gestellt hat. Wir fliegen mit heftigem CO2-Ausstoß um den Globus, schauen Filme wie diesen hier auf Minicomputern und züchten ganze Hochhäuser voller Tiere, um sie zu essen. Und das, obwohl wir so unscheinbar angefangen haben, als affenähnliche Wesen. Der Zoologe Charles Darwin hat 1859 The Origin of Species rausgebracht. Damit hat er ganz schön provoziert in der wissenschaftlichen Community seiner Zeit, weil die sehr christlich und kirchlich geprägt war. Und wenn da jemand herkommt und von der Evolution redet und begründet, dass der Mensch irgendwie von so einem niederen Wesen, sozusagen einem affenähnlichen Tier abstammt und kein Gotteswerk ist, dann ist es natürlich ein Schock. Diese Evolutionstheorie unterlegte Darwin mit Beispielen aus dem Tierreich. Lebewesen passen sich der Selektionsdruck an ihre Umgebung an, um immer besser in eine bestimmte Nische zu passen. Aber auch Darwins These der natürlichen Selektion als das Element im Kampf ums Dasein schlug heftigste Wellen. Seine BefürworterInnen zogen daraus ziemlich schnell den Schluss, dass nur die stärksten und kampffähigsten Individuen in der harschen Natur überleben könnten. Survival of the fittest wurde der prägende Ausdruck, den Herbert Spencer einführte und von Darwin selbst später übernommen wurde. Die Überlebenschance wird nicht mal an der Stärke gemessen, sondern an der Fitness, an der Angepasstheit. Kennt ihr vielleicht von One Size Fits All? Also fit heißt auch angepasst im Englischen und nicht unbedingt körperlich fit. Ist ja auch klar, auch dem größtschnäbligen Finken nützt es ja nichts, wenn er allein auf der Insel ist oder sich mit Geschwister paaren muss. Dann lieber auch mal mit einem Finken sich paaren, der kleineren Schnabel hat. Kann ja auch was bringen. Also Populationen sind gerade dadurch, dass sie so divers sind, auch überlebensfähiger und haben einen Evolutionsvorteil. Das hat sogar Darwin auch schon so gesehen, aber die Kultur seiner Zeit hat einen Fokus woanders drauf gelegt und ihn da auch ein Stück weit verfälscht, so in dem, was angekommen ist bei den Leuten. Die Entstehung der Arten wurde 1859 veröffentlicht, also mitten in dem Jahrhundert der industriellen Revolution, als privilegierte Großunternehmer mit 12-Stunden-Tagen und Kinderarbeit die europäische Bevölkerung zu Armut und kurzer Lebenserwartung verdammten. Wenn man ohne ausreichende Begründung Dinge aus der Natur nimmt und auf den Menschen überträgt, nennt man das naturalistischen Fehlschluss. Den naturalistischen Fehlschluss der individuellen Stärke wurde leider ziemlich stark aufgenommen und verfolgt und sehr stark mit vielen Experimenten versucht zu belegen und wurde ziemlich lange auch Politik damit gemacht. Bei den Nazis, auch schon vorher und manche sogar noch nachher. Wo viele von Darwins Begrifflichkeiten eher einen metaphorischen Charakter tragen, wurde Survival of the Fittest ein gefundenes Fressen für AnhängerInnen einer Pseudowissenschaft, die wir heute Sozialdarwinismus nennen. Nur starke, schlaue und hübsche Menschen sollten sich fortpflanzen, um im Laufe der Zeit den perfekten Menschen erhalten zu können. So gab es beispielsweise die Sterilization Bills in den USA, unter deren Einfluss von 1849 bis 1981 Zwangssterilisationen durchgeführt wurden. Laut den beteiligten BiologInnen sollte damit die Fortpflanzung der Unerwünschten und Feeble-Minded unterbunden werden. Noch unter Nixon wurden freiwillige Sterilisationen durchgeführt, sehr oft bei fehlinformierten schwarzen Frauen. Spätestens seit dieser Zeit sollten wir eigentlich wissen, dass Darwins Survival of the Fittest weder das einzige noch das wichtigste Element in der Entwicklung des modernen Menschen war. Was wäre, wenn die GewinnerInnen, die Self-Made People und die Superreichen die eigentlichen Außenseiter sind? Ein Zeitgenosse Darwins, der Geograf, Anarchist und ehemalige Prinz, Peter Kropotkin, hat 1890 einen anderen Faktor in die Mitte der Debatte gebracht. Gegenseitige Hilfe oder auf Englisch Mutual Aid. Er hat zur Zeit von Darwin gelebt und auch, genau wie Darwin, große Forschungsreisen gemacht und monatelang in der Wildnis unterwegs gewesen und hat da die Pflanzenwelt und die Tierwelt untersucht und auch bei indigenen Völkern Untersuchungen gemacht und die beobachtet. Dann hat er in Essays, in Vorträgen und auch in seinem Hauptwerk, in seinem Buch
gegenseitige Hilfe als Faktor der Evolution, was unten verlinkt ist, hat er sein Wissen in die Welt gebracht und auch in die Wissenschaftswelt seiner Zeit. Seine Ansichten waren, dass verschiedene Tiere und Pflanzen nur überleben, wenn sie sich gegenseitig helfen und unterstützen. Also bei der Nahrungssuche, bei der Kindererziehung, bei der Rechtsprechung. Und seine Forschung hat gezeigt, unsere Vorfahren und verschiedene Tiere haben nur überleben können, weil sie gemeinschaftlich angepackt haben und die Entscheidungen im Sinne aller getroffen haben. Zum Beispiel, manche Zugvögel sammeln sich in Gebieten für mehrere Tage, damit sich die ganze Verwandtschaft einfinden kann, um dann im Schutze des Schwarms endlich den langen Weg gen Süden anzutreten. Oder Ameisen, die zu Tausenden bei Gefahr in ihrem Bau laufen, um die Larven und damit ihre NachfolgerInnen zu retten. Auch wenn Hunderte der Ameisen beim Rettungsversuch sterben. Es gibt auch Geschichten von Tieren, die von ihren ArtgenossInnen gerettet werden. Oder welche, die gegenseitig Wache halten, während die anderen essen. Solche Fälle, in denen Kranke von ihren ArtgenossInnen gepflegt und gefüttert wurden, gibt es übrigens auch bei prähistorischen Menschen. Ausgrabungen haben gezeigt, dass auch Menschen mit schweren Behinderungen bis ins Erwachsenenalter überlebt haben, in einer Zeit ohne Rollis, Medizin oder Fahrstühle. Ein deutliches Zeichen, dass sie von anderen in ihrer Gruppe beim Überleben unterstützt wurden. Mehr dazu könnt ihr euch hier ansehen. Auch heutzutage untersuchen noch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenseitige Hilfe als Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung und der Evolution. So wie Jane Goodall, Lynn Margulis, Jeremy Narby. Und Links dazu findet ihr auch hier unten. Das Ganze lässt sich auch gut mit dem Begriff Biodiversität fassen. Weil nur durch das Zusammenspiel und durch die Vielfalt von den Arten und den Individuen kann die Evolution aller Wesen gut funktionieren. Also auch der Menschen. Das ist ein Geben und Nehmen, auch in der Natur. Und für Kropotkin, aber auch für Darwin selbst, war Konkurrenz gar nicht der Regelfall in der Natur. Bessere Zustände werden geschaffen durch die Überwindung der Konkurrenz, durch gegenseitige Hilfe. Gegenseitige Hilfe ist ebenso wohl ein Naturgesetz wie gegenseitiger Kampf. Klar, das Konzept klingt jetzt ein bisschen schräg heutzutage, wo irgendwie das reichste 1% so viel besitzt wie die ärmeren 50% der Bevölkerung. Aber auch heute noch ist gegenseitige Hilfe noch voll wichtig und präsent und alltäglich. In Zeiten von Covid-19 wurden hunderte freiwillige Initiativen gestartet, um Menschen zu helfen, die zum Beispiel nicht selbst einkaufen können oder anderweitig Support benötigen. Und 2005, nach dem Hurricane Katrina, gab es sogar ganze Hilfstrupps, die sich um die geschädigten Menschen gekümmert und sie mit Medikamenten, Wasser und Essen versorgt haben. Zum Beispiel die Leute vom Common Ground Relief. Aber es braucht auch keine Katastrophen und Pandemien, um zu zeigen, dass Menschen sich einfach gerne gegenseitig helfen und sich nicht bei jeder Gelegenheit die Köpfe gerne einhauen. Stellen wir uns mal vor, du stehst in einem Wald. Dir ist kalt und du hast Hunger. Du weißt nicht, wo du heute Nacht schlafen kannst und auch nicht so richtig, was du essen sollst. Vielleicht den Pilz da drüben, aber vielleicht ist der auch giftig. Also lieber nicht. Du würdest dir gerne eine Hütte bauen, aber du kannst ja nicht einfach auf einen Baum einprügeln, bis er zu Bauholz wird. Was wir sagen wollen ist, wir sind doch alle total abhängig von den anderen und von der Gesellschaft. Von uns könnte doch niemand einzeln überleben. Ich meine, woher soll ich mein Essen herkriegen? Woher soll ich wissen, welches Wasser sauber ist und welches schmutzig? Und wie kann ich da gucken, dass ich sauberes Trinkwasser habe? Als einzelnes Individuum könnte ich gar nicht überleben. Und es könnte niemand von uns, egal unter welchen Voraussetzungen jetzt geboren sind, ob arm oder reich oder mit oder ohne Behinderung. Aber ich frage mich auch immer, was sich Leute vorstellen, die ganz individualistisch die Apokalypse in einem Bunker voller Knarren und Konservendosen überleben wollen. Was dann? Die Waffen machen dich zwar irgendwie zur Stärksten, aber was nützt dir das ohne Gesellschaft, die mit dir überlebt? Das ist auch das Spannende bei dem Gedanken der Barrierefreiheit. Also Barrierefreiheit heißt, wenn Leute Zugang zu Orten haben können und ein einfaches Leben haben können, zum Beispiel dadurch, dass keine Stufen ihm im Weg stehen, sondern es überall Rampen gibt, wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und das zeigt ein bisschen auf, wir sind doch eigentlich alle abhängig von der Welt, die wir geschaffen haben. Wir sind total verwachsen mit unserer Zivilisation. Deswegen benutzen ja auch manche den Begriff temporarily abled body, also vorübergehend befähigter Körper und nicht behindert im Sinne von disabled als behindert.
Also, dass wir keine Behinderung haben, die uns zurückhält, ist nur vorübergehend. Wenn wir ein kleines Kind sind, sind wir auf Hilfe angewiesen, auf Unterstützung. Wenn wir krank sind auch, wenn wir verletzt sind auch. Und wenn wir alt sind, dann auch. Und nur vorübergehend sind wir in diesem Zustand, wo wir diese Unterstützung nicht brauchen. Es zeigt auch ein bisschen auch auf, wie wir auf gegenseitige Hilfe einfach angewiesen sind in unserem Leben. Temporarily able-bodied sagt nämlich aus, dass ein Körper, der gesund ist und alle Funktionen hat, die unsere heutige Gesellschaft so voraussetzt, trotzdem nicht für immer so bleiben wird. Die meisten Menschen werden spätestens im Alter Einschränkungen ihrer körperlichen Fähigkeiten erfahren. Und manche auch schon früher. Und in der Regel helfen wir unseren Alten und sagen nicht, Höhö, der Stärkste gewinnt. Da ist es so alltäglich und man sieht es jeden Tag und es ist ganz normal, die gegenseitige Hilfe. Und dann gibt es wieder Momente, die so ganz utopisch sind und nur in Krisenzeiten irgendwie kann man aufzeigen, dass es es gibt und es ist so völlig aus der Welt. In vielen Ländern gibt es schon Strukturen, die versuchen, das Prinzip der gegenseitigen Hilfe auf weitere Bereiche der Gesellschaft auszuweiten, um sie dauerhaft zu praktizieren. Ob das die Gewerkschaft CNT, in Deutschland FAU, oder auch sogenannte Food Corps sind, sie alle verbindet die Idee, dass wir uns besser gegenseitig unterstützen, statt einen überflüssigen Kampf nach dem Motto »Alle gegen alle« zu kämpfen. Für uns ist klar, mehr gegenseitiger Support macht das Leben besser und sicherer. Und je mehr wir das üben zusammen, desto besser. Also man könnte auch zusammen für seinen Lebensunterhalt sorgen. Zusammen produzieren, was man braucht und denen helfen, die in schwierigen Situationen stecken. Für Kropotkin war klar, eine andere Welt ist möglich, weil das gibt's ja auch schon. Zum Beispiel die Mordwinen, die im mittelalterlichen Russland Regeln hatten wie unter Nachbarn solle die Kuh und der Melkeimer gemeinsam sein. Und heute gibt es Kollektivbetriebe, auch gar nicht so wenige. Da sprechen sich die Leute ab, wie sie arbeiten wollen, anstatt sich nach einem Chef zu richten, der bestimmt, wie es läuft. Was ja eigentlich auch ganz schön undemokratisch ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, so dem allgegenwärtigen Egoismus und Individualismus zu entkommen. Man muss es nur eben tun. Man kann sich ja zum Beispiel jetzt auch gucken, wo es in der Umgebung Gruppen oder Organisationen gibt, die sich als solidarisch verstehen. Und solidarisch heißt eben nicht mildtätig oder wohltätig. Also nicht. Als Bessergestellte habe ich die Pflicht, den Armen zu geben. Sie können sich ja nicht selbst helfen und sind abhängig von meiner großzügigen Spende. Weil es geht darum, auf einer Augenhöhe zu sein, geht nicht nur darum, anderen zu helfen, weil man sich irgendwie besser fühlt als die anderen. Und das ist gegenseitige Hilfe. Wir sind alle vom Mietmarkt betroffen und könnten unsere Wohnung verlieren. Deshalb unterstützen wir diejenigen von uns, die gerade am stärksten davon betroffen sind. Denn ein gemeinsames Problem ist ein guter Grund, zusammen zu kämpfen. Vor allem in größeren Städten gibt es beispielsweise auch Hausprojekte, in denen ein unterstützendes Zusammenleben ausprobiert wird. Oder ihr könnt euer Bedürfnis nach solidarischen Tätigkeiten auch in euren jeweiligen Berufen oder Hobbys ausleben. So gibt es nach solidarischen Grundsätzen operierende Holzwerkstätten, IT-Kollektive, die kostenlose Infrastruktur zur Verfügung stellen, Obdachlosenunterkünfte, Druckereien, Medienkollektive, Landwirtschaftsbetriebe, Fahrradkurierdienste, Copyshops, Buchläden, Gastronomiebetriebe, Zeitungen, Übersetzungsbüros, Ärztinnenpraxen, PsychotherapeutInnen, Kinderläden, Theatergruppen. Vielleicht kennt ihr selbst Kollektivbetriebe oder solidarische Organisationen in eurer Gegend? Schreibt uns gerne weitere Beispiele unten in die Kommentare, damit andere sie besser finden können.